Miriam Helmig wurde am 26. Januar 1957 geboren. Sie war für ihre freundliche und aufgeschlossene Art bekannt und fand schnell viele Freunde. Im Alter von 42 Jahren war sie Mutter von zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter, und war mit dem 46-jährigen Jack Giles verheiratet. Ihr gemeinsames Leben war glücklich bis zum 29. August 2000, als ihre Tochter an einer offensichtlichen Überdosis starb. Dieser Verlust traf Jack tief, der mit seiner Trauer sehr zu kämpfen hatte. Tragischerweise musste die Familie zwei Jahre später einen weiteren verheerenden Schlag hinnehmen. Am 15. April 2002 stand Miriam früh auf, um Sport zu treiben, entschied sich aber bald, wieder ins Bett zu gehen. Als sie sich hinlegte, hörte sie einen lauten Knall und stellte fest, dass Jack, der neben ihr lag, sich in den Kopf geschossen hatte. Obwohl sie sich bemühte, unter Anleitung eines Notarztes Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, war er bereits tot. Nach diesem schweren Verlust, erst ihre Tochter und jetzt ihr Mann, bot ein Freund Miriam die Chance für einen Neuanfang. Der Freund schlug vor: Komm nach Florida. In einem Tanzstudio wird eine Stelle als Tanzlehrerin frei, die perfekt für dich wäre, da du das Tanzen liebst. Während ihr Sohn sich entschied, in Florida zu bleiben, wo er sich zu Hause fühlte, war Miriam bereit für einen Neuanfang und beschloss, den Umzug zu wagen. Während sie in dem Tanzstudio unterrichtete, lernte Miriam den 62-jährigen Alan Helmig kennen, der an einem Gesellschaftstanzkurs teilnahm. Alan stammte aus Delta, Colorado, und war bis zu seiner Pensionierung als Hypothekenmakler tätig. Alan hatte kürzlich seine 30-jährige Frau Sharon verloren, die 2003 an einem Herzinfarkt verstorben war. Die beiden waren zusammen, seit sie 14 Jahre alt waren. Nach ihrem Tod verfiel Alan in eine tiefe Depression, doch ein Freund schlug ihm vor, Tanzunterricht zu nehmen, um sich wieder auf das Leben einzulassen. Alan nahm den Rat an und Miriam weckte durch den Tanz seinen Sinn für Lebensfreude. Die Verbindung zwischen den beiden wuchs und sie fanden Trost in der Gesellschaft des jeweils anderen. Alan, der Miriam glücklich machen wollte, begann sie zu verwöhnen und sie begrüßte seine Gesten. Innerhalb weniger Monate lebten sie zusammen und innerhalb eines Jahres waren sie verheiratet. Alan war in der Lage, Miriam den luxuriösen Lebensstil zu ermöglichen, den sie sich immer gewünscht hatte. Sie verwirklichte ihren Traum vom eigenen Tanzstudio und er kaufte ihr auch ein 32.000 Quadratmeter großes Haus in Grand Junction, das sie für ihre Pferdezucht nutzte. Miriam bemerkte einmal scherzhaft, dass sie lange brauchte, um Alan zu finden, weil er der Einzige war, dessen Portfolio groß genug war, um ihren Ansprüchen zu genügen. Im April 2008 befanden sich beide Investitionen von Alan und Miriam, das Tanzstudio und die Pferdefarm, in ernsten Schwierigkeiten, da beide keinen Gewinn abwarfen. Obwohl seine Anwälte von diesen Unternehmungen wegen ihrer wahrscheinlichen Unrentabilität abrieten, hatte Alan gehofft, das Ruder herumreißen zu können und war von dem Wunsch getrieben, Miriam glücklich zu machen. Als sie sich ihrem zweijährigen Hochzeitstag näherten, stand Alan vor der schwierigen Entscheidung, das Unternehmen zu verkaufen. Am 30. April 2008 gingen Alan und Miriam zum Grundbuchamt, um den Papierkram für den Verkauf zu erledigen. Nachdem sie den Scheck erhalten hatten, hielten sie an einem Supermarkt. Miriam ging hinein und ließ Alan im Auto warten. Plötzlich fing der hintere Teil von Alans Auto Feuer. Er sprang in Panik aus dem Fahrzeug. Glücklicherweise war das Feuer relativ klein und entzündete nicht den vollen Benzintank. Als die Polizei eintraf, entdeckte sie im Kofferraum des Fahrzeugs ein anscheinend verbranntes Stück Seil vom Gastank. Bei dem Auto handelte es sich um ein älteres Modell, bei dem sich der Benzintank hinten in der Nähe des Kofferraums befand, was bei älteren Fahrzeugen häufiger der Fall ist. Die Polizei wurde misstrauisch, als Miriam während des Vorfalls verschwunden zu sein schien. Sie erklärte, sie sei in den Supermarkt gegangen, um auf die Toilette zu gehen, aber Alan wies darauf hin, dass sie zuerst zum Kofferraum gegangen sei. Miriam behauptete, sie sei nur gegangen, um ihre Schuhe zu wechseln. Alan, der nicht glauben wollte, dass Miriam etwas damit zu tun haben könnte, tat den Vorfall als einen möglichen Streich von Kindern auf Fahrrädern ab und sagte der Polizei,
dass es sich wahrscheinlich um einen kindischen Streich handelte. Er tat es mit einem Achselzucken ab und stellte fest, dass der Schaden am Auto minimal war. Am 10. Juni 2008 war Miriam beim Einkaufen und wollte sich mit Alan zum Mittagessen treffen. Nachdem sie längere Zeit im Restaurant gewartet und ihn nicht gesehen hatte, kehrte sie nach Hause zurück. Als sie das Haus betrat, fand sie es in Unordnung vor. Offene Schubladen, verstreute Gegenstände und es sah aus, als sei es durchwühlt worden. Als sie weitersuchte, fand sie Alan tot auf dem Boden liegen, offenbar durch eine Schusswunde. Als die Polizei und die Detektive am Haus ankamen, bestand ihre erste Aufgabe darin, festzustellen, was gestohlen worden war und was übrig blieb. Dabei fielen einige Details auf, die darauf hindeuteten, dass es sich um eine Inszenierung und nicht um das Werk eines gewöhnlichen Diebes handelte. Vor allem waren wertvolle Gegenstände wie Miriams Schmuck noch vorhanden und in der Wohnung wurden mehrere Waffen gefunden. Bei näherer Betrachtung stellten die Ermittler fest, dass die Küchenschubladen auf eine Art und Weise herausgezogen worden waren, die zwecklos erschien, als wären sie eher zur Schau als nach tatsächlichen Wertgegenständen durchwühlt worden. Es schien unwahrscheinlich, dass ein Dieb in den Küchenutensilien nach Wertgegenständen suchen würde. Daher vermuteten die Ermittler, dass die Szene inszeniert war. Miriam wurde zum Verhör vorgeladen. Sie gab einen klaren Bericht über ihren Tag ab, der durch Quittungen über ihre Einkäufe und Mahlzeiten belegt wurde. Auf die Frage, ob sie einen Verdacht habe, wer dafür verantwortlich sein könnte, erwähnte sie Alan Jr., der wegen eines Drogenproblems aus dem Testament gestrichen worden war. Alan hatte ihn vor allem deshalb aus dem Testament gestrichen, um ihn vor der Selbstzerstörung zu schützen. Dies warf Fragen auf. Könnte dies ein Racheakt gewesen sein? War Alan Jr. darin verwickelt oder auf der Suche nach Drogengeld? Alan war mit einer 25-Kaliber-Kugel erschossen worden und eine schnelle Überprüfung ergab, dass das Ehepaar eine solche Waffe besaß. Die Waffe fehlte jedoch und wurde vermutlich während des Überfalls gestohlen, sodass sie der einzige gestohlene Gegenstand war. Die Ermittler hatten nun einen wichtigen Hinweis, mussten aber noch herausfinden, wie er in die allgemeinen Ermittlungen passt. Einige Tage später kehrten Miriam und ein Freund nach Hause zurück und fanden eine handgeschriebene Grußkarte vor ihrer Tür. Auf der Karte stand: Alan war der Erste. Du bist der Nächste. Lauf, lauf, lauf. Miriam, die zuvor ihren Freunden gegenüber geäußert hatte, dass sie das Gefühl hatte, verfolgt zu werden, sah diese Karte als Bestätigung ihrer Befürchtungen. Sie erstattete Anzeige BI der Polizei, die die Karte als Beweismittel mitnahm. Die Polizei fand die Nachricht jedoch eher kitschig und war sich über ihre Bedeutung nicht im Klaren. Der Strichcode auf der Rückseite war entfernt worden, was darauf schließen lässt, dass der Absender verbergen wollte, wo die Karte gekauft worden war. Verängstigt setzte sich Miriam in ein Flugzeug und kehrte in ihre Heimat Florida zurück. Sie traf sich wieder mit ihrer Freundin Aline Lee und innerhalb weniger Monate nach dem Verlust von Alan war Miriam wieder auf der Dating-Szene zu finden. Miriam sagte: Ich habe diese Website gefunden, so Lee, und sie sagte mir sogar, er muss mindestens $500.000 im Jahr verdienen. Sie ist eine Goldgräberin. Währenddessen untersuchte die Polizei in Colorado immer noch den Mord an Alan Helmick. Sie drehten jeden Stein um und alle Spuren deuteten auf Miriam hin. Alan Jr. wurde als Verdächtiger aus dem Weg geräumt, als die Polizei erfuhr, dass er sich zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters außerhalb des Staates aufhielt. Die Polizei konzentrierte sich auf die mysteriöse Grußkarte, die an Miriam geschickt wurde. Die Polizei setzte sich mit dem Hersteller dieser Karte in Verbindung und genau diese Karte wurde auf einem städtischen Markt in der Nähe des Wohnsitzes der Helmicks verkauft. Bei der Durchsicht von Sicherheitsvideos sahen sie, wie Miriam die Karte kaufte, was ihren Verdacht bestätigte. Später sagte Miriam der Polizei, sie habe die Karte erfunden, weil sie das Gefühl hatte, dass die Behörden den Fall nicht ernst nahmen und weil sie Angst hatte. Sie gab an, dass sie hoffte, die Karte würde dazu beitragen, dass die Polizei mehr auf ihre Sicherheit und die Ermittlungen achtet. Im Laufe der Ermittlungen stieß die Polizei auf beunruhigende Details aus Miriams Vergangenheit, darunter den Tod ihres ersten Mannes Jack Giles.
Eine Autopsie ergab, dass Jack in die rechte Seite seines Kopfes geschossen worden war und Menschen, die ihm nahe standen, bemerkten, dass er Linkshänder war, was Fragen zu den Umständen seines Todes aufwarf. Außerdem hatte Miriam während des Notrufs behauptet, sie habe eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt, doch als die Polizei eintraf, war kein Blut an ihr zu finden, was Zweifel an ihrer Darstellung aufkommen ließ. Die Ermittlungen ergaben auch, dass Miriam die Begünstigte sowohl der Lebensversicherung ihres Mannes als auch der ihrer Tochter war. Sie hatte die Gelder, die sie aus diesen Policen erhalten hatte, verprasst. 6 Monate nach Jacks Tod ordnete ein Gericht an, dass Miriam die Hälfte von Jacks Versicherungsgeldern an sein Kind aus einer früheren Beziehung weitergeben musste. Diese finanzielle Verpflichtung veranlasste sie, von Florida nach Colorado zu ziehen. Doch je mehr die Ermittler nachforschten, desto verdächtiger erschien Miriams Verhalten im Vorfeld des Mordes. Eine Durchsuchung ihres Computerverlaufs ergab, dass sie Dinge wie Überdosis Viagra, Tod durch Ambien und Tod durch Lisinopril nachschlug. Zu dieser Zeit hatte Alan viele Medikamente eingenommen und war größtenteils bettlägerig. Die Behörden erfuhren, dass sie zu Beginn des Jahres, in dem Alan starb, erfolglos versucht hatte, eine Versicherungspolice über $2 Millionen auf Alan abzuschließen, ohne es ihm jemals zu sagen. Dann kam ans Licht, dass Miriam mindestens 7 Schecks in Alans Namen in Höhe von etwa $16.000 gefälscht hatte. Auch Alans Bank hatte versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil ein erheblicher Betrag von seinem Konto abgehoben worden war, um Geschäftskredite zu bezahlen. Miriam, damals 51 Jahre alt, wurde am 8. November 2008 in Jacksonville, Florida, verhaftet. Bei ihrer Verhaftung stellte die Polizei fest, dass sie im Besitz von Kreditkarten, einem Führerschein und anderen Dingen war, die auf den Namen von Alans erster Frau lauteten. Miriam versuchte, die Identität von Sharon anzunehmen. Während des Prozesses brachte die Staatsanwaltschaft die gefälschten Schecks und den Autobrand, den Miriam vermutlich gelegt hatte, zur Sprache. Außerdem beschuldigte die Staatsanwaltschaft Miriam, das Haus ihres Vaters in Brand gesetzt zu haben, nachdem sie behauptet hatte, sie habe ihm Geld gestohlen. Als Miriam noch in Florida lebte, gab sie zu, versucht zu haben, gefälschte Schecks einzulösen. Obwohl sie für nicht schuldig befunden wurde, beschuldigte sie ihr Chef an einem früheren Arbeitsplatz in Mississippi ebenfalls der Unterschlagung. Die Staatsanwaltschaft lieferte ein Motiv. Miriam befürchtete, Alan würde aufdecken, dass sie Schecks gefälscht und sein Geld genommen hatte. Im Dezember 2009 wurde Miriam wegen Mordes ersten Grades, versuchten Mordes und Fälschung verurteilt. Für den Mord erhielt sie eine lebenslange Haftstrafe, ohne die Möglichkeit einer Bewährung, für den versuchten Mord weitere 48 Jahre und für die Fälschung 60 Jahre. Die Polizei versuchte Miriam für die Morde an ihrem ersten Ehemann, Jack Giles, und ihrer Tochter anzuklagen. Der Fall war nicht stichhaltig genug und die Todesursachen bleiben Selbstmord durch Schusswaffen und Überdosis Drogen. Am 19. März 1996 wurde Tom Nevin durch einen Schuss aus einer Schrotflinte mit 9 Kugeln getötet, als er in Jack Whites Pub in der Nähe von British Bay in der Grafschaft Wicklow die Tageseinnahmen zählte. Nach Angaben seiner Frau Catherine Nevin wurde sie von jemandem geweckt, der ihr Gesicht in ein Kissen drückte. Aus der Kneipe wurden 13.000 irische Pfund entwendet und das Auto der Nevins wurde gestohlen und in Dublin verlassen aufgefunden. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass es sich um einen Raubüberfall handelte, doch im Laufe der Ermittlungen stellte sich ein völlig anderes Ergebnis heraus. Catherine Nevin wurde am 1. Oktober 1950 in dem kleinen Dorf Nerne in der Grafschaft Kildare geboren. Sie wuchs dort mit ihrem Bruder und ihrer Schwester in einem bescheidenen Haus mit 2 Schlafzimmern auf. Catherine besuchte das Präsentation College in der Grafschaft Kildare, eine von Nonnen geführte reine Mädchenschule, wo sie für ihre außergewöhnlichen schulischen Leistungen, ihren Fleiß und ihre handwerklichen Fähigkeiten bekannt war. Nach ihrem Abschluss investierte sie in Nähmaschinen und reiste durch das ganze Land, um Schneiderkurse anzubieten. Später erkundete sie das Gebiet des Make-up,
absolvierte einen Schönheitskurs und begann, Vorträge über Make-up und Präsentation zu halten, wobei sie sich erneut als Lehrerin hervortat. Ihre erste größere Anstellung fand sie im The Castle Hotel, dem ältesten Hotel in Dublin, wo sie als Rezeptionistin arbeitete. Ihre Kollegen beschrieben sie als äußerst effizient, glamourös und ehrgeizig und sie träumte davon, ihre eigene Modelagentur zu gründen. Im Alter von 21 Jahren lernte sie 1971 Tom Nevin kennen, einen 10 Jahre älteren Stammgast des Hotels. Ihre Beziehung blühte schnell auf und sie heirateten 1976 in Rom. Tom Nevin war ein relativ wohlhabender, zurückhaltender und bodenständiger Mann aus dem Dorf Tina in der Grafschaft Galway. Als ältestes von 9 Geschwistern hatte er eine große Leidenschaft für Sport, insbesondere für Hurling. Sein unkomplizierter Charme und Catherines Ehrgeiz schufen eine dynamische Partnerschaft. Zum Zeitpunkt ihrer Heirat leitete Tom den Pub seines Onkels in Dolphin's Barn, Dublin. Im Laufe der Jahre erweiterten Tom und Catherine ihr Portfolio, indem sie verschiedene Immobilien in ganz Dublin erwarben und verwalteten. Catherine kümmerte sich aktiv um die Dekoration der Immobilien und den Einzug der Mieten. Im März 1986 beschlossen Tom und Catherine, Jack White's Pub in British Bay, County Galway, zu kaufen. Sie widmeten sich dem Pub und betrieben ihn von 9:30 Uhr morgens bis spät in die Nacht. British Bay, ein 4 Kilometer langer Strandabschnitt an der Küste der Irischen See, ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ziel für Dubliner. Der Erwerb von Jack White's Pub und Restaurant erwies sich daher für die Nevins als äußerst profitables Unterfangen. Hier begann Catherine, sich immer stärker durchzusetzen und ihre Ehe begann sich zu verschlechtern. Catherines herrschsüchtige und missbräuchliche Art wurde deutlich, da sie sowohl Tom als auch ihre jungen Mitarbeiter oft misshandelte. Manche sahen in ihr vielleicht eine mütterliche Figur, aber für die meisten war sie ein Albtraum, für den man arbeiten musste. Sie hatte keine Skrupel, Tom vor der Belegschaft zu demütigen und ihre jungen Angestellten zurechtzuweisen, die sich schließlich gegen sie aussprachen. Ein besonders bezeichnendes Beispiel für ihre Kleinlichkeit kam von einem Mitarbeiter. Eines Abends, nach Ladenschluss, genossen Tom und das Personal einen entspannten Moment, unterhielten sich und lachten, als Catherine die Bar betrat. Da ihr die Szene nicht gefiel, beschloss sie, die Trinkgeldkasse des Personals zu konfiszieren, was als kleinlich und rachsüchtig empfunden wurde. Tom, der von den Mitarbeitern liebevoll Daddy genannt wurde, war ein sanfter Riese von 1,80 Meter Größe. Aufgrund seiner fürsorglichen und ruhigen Art war er bei den Mitarbeitern sehr beliebt. Im Gegensatz zu Catherine, die mit eiserner Faust regierte, war er immer bereit, sich für seine Mitarbeiter zu engagieren. Eine Mitarbeiterin beschrieb Catherines Strenge und Rücksichtslosigkeit als fast unmenschlich. Eine Reinigungskraft wurde oft angewiesen, früher zu kommen, um Räume, die sie bereits gereinigt hatte, erneut zu putzen. Einmal forderte Catherine eine Reinigungskraft sogar auf, Vollzeit zu arbeiten, was diese ablehnte. In einer besonders kleinlichen Aktion wandte sich Catherine an das Sozialamt und meldete, dass eine Reinigungskraft eine Vollzeitbeschäftigung abgelehnt hatte, was bedeutete, dass sie keine staatliche Unterstützung mehr verdiente. Ab 1986 lebten Catherine und Tom getrennt, wobei Tom das Personalzimmer bewohnte, während Catherine im Hauptschlafzimmer blieb, wo sie nur wenige Türen von Toms Zimmer entfernt männliche Freunde unterhielt. Eine Situation, die äußerst respektlos war. Obwohl Catherine mehrfach um die Scheidung bat, war Tom nicht bereit, sie durchzuführen. Da seine erste Ehe bereits annulliert worden war und er aus einer katholischen Familie stammte, wollte er keine weitere gescheiterte Ehe ertragen und seine Familie nicht noch mehr in Bedrängnis bringen. Abgesehen von ihrem aggressiven Streben nach finanziellen Gewinnen, war Catherine in ihrer Heimat auch als Gore bekannt, ein Begriff, der in Irland für jemanden verwendet wird, der wenig Rücksicht auf den Anstand nimmt. Sie hatte zahlreiche Affären, ohne sich zu schämen, und unterhielt oft Männer in ihrem Schlafzimmer, das sich in der Nähe des Schlafzimmers ihres Mannes befand. Catherine hatte eine besondere Vorliebe für prominente Männer. Sie war fasziniert von Berühmtheiten und mächtigen Persönlichkeiten
und setzte alles daran, sie zu beeindrucken, wenn sie Jack Whites Pub besuchten. Bekannt für ihren aufreizenden Stil, kurze Röcke, tief ausgeschnittene Oberteile und hochhackige Schuhe, nutzte Catherine ihre Sexualität zu ihrem Vorteil und die Männer schienen leicht von ihr angetan zu sein. Catherine wusste, wie sie ihre Vorzüge effektiv einsetzen konnte. Die Männer fanden sie unwiderstehlich attraktiv und verführerisch. Und sie verwöhnte Menschen mit gesellschaftlichem Status mit Charme und kostenlosen Mahlzeiten. Am Dienstag, dem 19. März 1996, wollten Tom und Catherine den 10-Jahrestag der Übernahme von Jack Whites Pub feiern. Da der Pub nach dem Paddy's-Wochenende gut besucht war, hatte Tom keine Gelegenheit gehabt, die Bank zu besuchen. An diesem Abend war er unten in der Küche des Pubs und zählte die Einnahmen des Wochenendes, während Catherine oben schlief. Nach Catherines Aussage wurde sie abrupt von jemandem geweckt, der ihr Gesicht in ein Kissen drückte, Schmuck verlangte und drohte, sie mit einem Messer zu töten. Der Angreifer fesselte sie dann. Nach einiger Zeit hörte Catherine die Geräusche von zwei Fahrzeugen, die davonfuhren. Es gelang ihr, den Panikknopf zu drücken, und die Polizei traf gegen 16:30 Uhr ein. Sie entdeckten Tom, der mit einer Schusswunde in der Brust auf dem Küchenboden lag und blutete. Er trug noch seine Brille und hielt einen Stift in der Hand, was seinen Tod bestätigte. 13.000 irische Pfund wurden gestohlen, zusammen mit Toms Auto, das später in Dublin City verlassen aufgefunden wurde. Auf den ersten Blick schien es sich um einen verpfuschten Raubüberfall zu handeln. Catherines Schilderung ließ jedoch einige Zweifel aufkommen. Trotz ihrer Behauptungen gab es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Und obwohl zwei Telefonkarten abgehängt waren, war keine von den Wänden entfernt worden. Catherines Schlafzimmer war unordentlich, wies aber keine Anzeichen einer gründlichen Durchsuchung auf. Der Schmuck war verstreut, aber es wurde nichts gestohlen. Vom Zeitpunkt der Schießerei an wartete Catherine 2 Stunden, bevor sie den Alarm auslöste, um die Behörden zu alarmieren. Als die Gardei eintrafen, begrüßte sie sie spärlich bekleidet und behauptete, sie sei mit ihrer eigenen schwarzen Strumpfhose gefesselt und mit ihrer Unterwäsche geknebelt worden. Ein gerichtsmedizinischer Sachverständiger stellte fest, dass die Schubladen auf dem Boden verstreut waren, als wären sie von der Seite hochgehoben und abgestellt worden, aber es war kein gewaltsames Eindringen an Türen oder Fenstern zu erkennen. Catherine hatte in Toms separatem Schlafzimmer keine Hilfe gesucht, nachdem sie sich befreit hatte. Außerdem erinnerte sich ein Zeuge daran, dass Catherine das Personal angewiesen hatte, an diesem Abend nicht in der Kneipe zu bleiben, eine übliche Praxis nach einem Feiertagswochenende. Obwohl die Umstände verdächtig waren und die Polizei zuversichtlich war, den Täter identifiziert zu haben, handelte es sich bei den Beweisen weitgehend um Indizien. Es gab keine forensischen Spuren, keine Augenzeugen und kein Geständnis, so dass eine Verurteilung allein auf der Grundlage der vorliegenden Beweise schwierig war. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich Catherine mit dramatischem Gespür als trauernde Witwe dar. In Schwarz gekleidet und mit einer einzigen roten Rose in der Hand warb sie um das Mitgefühl von Familie, Freunden und Bekannten aus deren Geschäftskreisen. Sie ging sogar so weit, dass sie an Toms Grab einen großen Grabstein aufstellen ließ, auf dem sie in Gedichtform ihre Liebe zu ihm bekundete und schaltete eine emotionale Anzeige in einer Lokalzeitung, um ihre Hingabe zu unterstreichen. Ihre öffentlichen Trauerbekundungen waren höchst theatralisch. Erst im April 1997 wurde Catherine verhaftet, kurz nachdem sie den Pub für 500.000 Pfund verkauft hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie zu einer weithin bekannten und umstrittenen Figur im Land geworden. Toms Familie beantragte eine gerichtliche Verfügung, um ihr gesamtes Vermögen, einschließlich des Erlöses aus dem Pub-Verkauf, bis zum Abschluss des Prozesses einzufrieren. Im Jahr 2000 wurde der erste Prozess abgebrochen, als bekannt wurde, dass die Beratungen der Geschworenen mitgehört worden waren. Der zweite Prozess wurde aufgrund von Catherines Krankenhausaufenthalt verschoben, aber einige Tage später wieder aufgenommen. Catherine plädierte auf nicht schuldig und die Staatsanwaltschaft stützte sich hauptsächlich auf Indizien, wobei sie 3 wichtige Zeugen in den Mittelpunkt stellte. Zwischen 1989 und 1991 unternahm Catherine nicht weniger als 18 Versuche, den Tod von Tom zu arrangieren. Sie hätte von seinem Tod erheblich profitiert,
denn sie hätte nicht nur ihre Freiheit gewonnen, sondern auch den Pub geerbt, dessen Wert auf 670.000 irische Pfund geschätzt wurde. Zusätzlich zum Erbe des Pubs erhielt Catherine die beiden Dubliner Grundstücke, die damals auf 1 Million Pfund geschätzt wurden, sowie eine Versicherungspolice, die eine Auszahlung von 78.000 Pfund vorsah. Außerdem gab es 197.000 Pfund in bar. Catherine wandte sich an 3 Männer, die später wichtige Zeugen in dem Fall werden sollten. Der erste war William McLean, ein bekennender Schmuggler aus der Grafschaft Monaghan. McLean war einer der ersten Barkeeper im Jack Whites Pub gewesen, als die Nevins diesen erwarben, und er war auch Catherines erster bekannter außerehelicher Liebhaber. Jahre später nahm Catherine Kontakt zu McLean auf und gab vor, nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus zu liegen, obwohl sie sich in Wirklichkeit einer Schönheitsoperation unterzog. Sie bot ihm 20.000 Pfund an und schlug vor, dass sie ihre Beziehung wieder aufnehmen könnten, wenn er sich bereit erklärte, Tom zu töten. McLean lehnte ihr Angebot ab. Der zweite Mann war John Jones, ein ehemaliges Sinn Fein-Mitglied, der hinter seinem Laden in Dublin eine Beratungsstelle betrieb. Catherine hatte zuvor angeboten, ERA-Treffen in der Kneipe zu veranstalten, um sich bei der Gruppe beliebt zu machen. Als sie Jones anrief und ihn direkt bat, den Mord an Tom zu arrangieren, tat er dies als Scherz ab. Einige Wochen später wiederholte sie die Bitte, aber Jones lehnte erneut ab. Catherine tauchte sogar mit blauen Flecken und Verbänden in seinem Laden auf und behauptete, Tom habe sie angegriffen, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen weiteren Fall von Schönheitsoperation handelte. Es schien, dass Catherine zu dieser Zeit eine besondere Vorliebe für Operationen hatte. Schließlich hatte Jones die Botschaft verstanden und ging nicht mehr auf ihre Forderungen ein. Der dritte Hauptzeuge war Jerry Heaps, ein ehemaliges Mitglied der Provisional IRA, der für John Jones arbeitete. Jones hatte Jerry mit Catherine bekannt gemacht. Im Laufe der Zeit trat Catherine mindestens 10 Mal an Jerry heran und unterbreitete ihm verschiedene Pläne, Tom zu töten. Sie schlug vor, Tom B.I., einem seiner wöchentlichen Besuche in den Wohnungen, die ihm gehörten, zu ermorden, da er die Einnahmen des Pubs B.I. sich hätte. Jerry bemerkte, dass Catherine jedes Mal, wenn er ihre Vorschläge ablehnte, mit einem neuen Plan aufwartete. Ein Plan sah vor, Tom in einen Hinterhalt zu locken, doch Jerry lehnte dies mit der Begründung ab, dass die Schüsse sie versehentlich treffen könnten. Catherine entgegnete, es wäre dramatisch, wenn Tom in ihren Armen sterben würde, aber Jerry lehnte erneut ab. Am Tag vor Toms Ermordung, am Montag, dem 18. März, waren die Bar und die Lounge gut besucht. Das einzige ungewöhnliche Ereignis war die Anwesenheit eines fremden Mannes in einem langen Mantel, der eine Tasche trug. Er führte ein Telefongespräch, bei dem ein Angestellter bemerkte, dass er murmelte und mit Tom in einer Weise zu sprechen schien, die darauf schließen ließ, dass sie sich kannten. Der Mann wurde nicht gesehen, als er die Kneipe verließ, was zu Spekulationen führte, dass er sich dort versteckt und Tom später erschossen haben könnte. Eine andere Theorie besagt, dass Catherine selbst der Schütze gewesen sein könnte, da sie an diesem Abend die einzige Person in der Kneipe war. Tom zeigte keine Anzeichen von Abwehrhaltung, bevor er erschossen wurde. Man fand ihn mit aufgesetzter Brille und einem Stift in der Hand, was darauf hindeutet, dass er durch Catherines Anwesenheit in der Küche nicht aufgeschreckt worden sein könnte. Obwohl an Catherines Kleidung keine Schusswaffenreste gefunden wurden, nur die Kleidung, die sie in dieser Nacht trug, wurde untersucht, könnte sie sich umgezogen haben, bevor sie sich fesselte, da sie 2 Stunden Zeit hatte, bevor sie Hilfe holte. Sie gab auch zu, dass sie sich die Hände gewaschen hatte, bevor die Behörden eintrafen. Ein weiteres Szenario war, dass Catherine einen Komplizen gehabt haben könnte, der sie fesselte und dann das Geld, die Waffe und das Auto nach Dublin brachte. Es wurde auch vermutet, dass Catherine an der Planung des Mordes beteiligt war oder dabei geholfen hat. Der Prozess gegen Catherine, die als schwarze Witwe bezeichnet wurde, fesselte die Nation von Anfang bis Ende und machte sie schnell zu einer der berüchtigtsten Verbrecherinnen des Landes. Während des Prozesses ermordete sie Toms Charakter, indem sie ihn als missbräuchlich und alkoholabhängig darstellte. Trotz ihres glamourösen Aussehens, makellos gepflegt mit sorgfältig gestyltem Haar und Make-up, verrieten Katharinas fester Mund und ihr stures Kinn ihren unterschwelligen Trotz.
Ihr nach außen hin matronenhaftes Auftreten schien ein bewusster Versuch zu sein, ihr früheres, provokantes Image zu konterkarieren. Der Fokus der Medien auf Catherines Aussehen, einschließlich ihrer Kleidung, ihrer Haare, ihres Make-ups und ihres Nagellacks, wurde vor Gericht zu einem wichtigen Thema. Die Aufmerksamkeit für ihr Äußeres war so problematisch, dass der Richter ein Verbot der Presseberichterstattung über ihr Aussehen verhängte, um sicherzustellen, dass der Schwerpunkt des Prozesses auf den Beweisen lag. Nach einem dramatischen 42-tägigen Prozess berieten die Geschworenen, bestehend aus 6 Männern und 6 Frauen, 5 Tage lang, bevor sie Catherine im April 2000 für schuldig befanden. Sie wurde für schuldig befunden, den Mord an ihrem Mann arrangiert und 3 Männer zur Ausführung des Verbrechens angestiftet zu haben. Catherine wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. In seiner Urteilsbegründung sagte der Richter: Sie haben ihren Mann ermorden lassen und versucht, auch seinen Charakter zu zerstören. Ich hoffe, dass dieses Urteil und die Strafe seiner Familie etwas Trost spenden. 3 Jahre später zog Catherine erneut vor Gericht, um ihre Verurteilung aufzuheben. Das Berufungsgericht befand jedoch, dass die neu vorgelegten Beweise keine wesentliche Unterstützung für ihre Verteidigung darstellten und wies die Berufung zurück. Im Jahr 2010 wurde eine weitere Berufung wegen eines Justizirrtums ebenfalls abgelehnt. Im Jahr 2014 wurde ihr Versuch, gegen ihre Verurteilung wegen Mordes Berufung beim obersten Gerichtshof einzulegen, abgelehnt. Da Tom kein Testament gemacht hatte und er und Catherine keine Kinder hatten, sollte Catherine alles erben. Toms Mutter hatte jedoch Toms Nachlass, einschließlich des Erlöses aus dem Verkauf des Pubs, eingefroren. Der von Catherine gestellte Erbschaftsantrag war noch nicht entschieden und mit ihrer Verurteilung verlor sie alle Ansprüche auf den Nachlass. Toms Mutter hatte ebenfalls rechtliche Schritte eingeleitet, um Catherine zu enterben. Sie verstarb ein Jahr vor Catherines Verurteilung und ihr Fall wurde anschließend von ihren Kindern übernommen. Sie argumentierten, dass Catherines Verurteilung als Teil ihres Rechtsanspruchs verwendet werden sollte, und der oberste Gerichtshof stimmte dem zu. Folglich ging Catherine nach ihrer Verurteilung leer aus. Im September 2016 wurde Catherine ins Krankenhaus eingeliefert, wo ein Hirntumor im Endstadium diagnostiziert wurde. Sie erhielt eine überprüfbare vorübergehende Entlassung zur Behandlung und verbrachte 3 Tage im Krankenhaus. Am 7. November 2016 wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Akutnachsorgeeinrichtung verlegt, wo sie bis August 2017 blieb. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihr erneut eine befristete Entlassung zur Vorentlassung und Resozialisierung gewährt und sie erhielt bis zu ihrer erneuten Krankenhauseinweisung am 6. November 2017 eine unterstützende Unterkunft. Im Dezember 2017 wurde Catherine in eine Hospizeinrichtung verlegt, wo sie bis zu ihrem Tod im Februar 2018 im Alter von 67 Jahren blieb. Während ihrer letzten Monate beteuerte Catherine ihre Unschuld und argumentierte, dass ihre Verurteilung durch ein Geschworenengericht kein endgültiger Beweis für ihre Schuld sei. Sie gab auch nie die Identität von Personen preis, die ihr bei der Ermordung von Tom geholfen haben könnten. Im Februar 2018 erhielten die Behörden von Idaho einen verzweifelten Anruf von Lori Eisenberg. Sie berichtete, dass sie und ihr Mann, Larry Eisenberg, auf dem Lake Coeur d'Alene segelten, als er unerwartet ins Wasser fiel. Bei der medizinischen Untersuchung nach der Bergung der Leiche ergab sich jedoch ein anderes Bild, sodass die Behörden den Verdacht hegten, dass eine tiefere und komplexere Geschichte im Spiel war. Larry Eisenberg wurde 1950 geboren und schloss sein Studium am College of Idaho mit einem Diplom in Forstwirtschaft ab. Er beschäftigte sich mit dem Anbau, der Pflege und der Ernte von Wäldern und Forsten. Nach seinem College-Abschluss begann er in der holzverarbeitenden Industrie zu arbeiten. Er mochte harte Arbeit und arbeitete sein ganzes Leben lang, um Erfolg zu haben. Larry heiratete im Jahr 1974. Mit seiner ersten Frau hatte er 2 Kinder. Das Paar ließ sich jedoch scheiden, als die Kinder erwachsen waren. Bald darauf lernte er Lori Barnes, geboren 1953, kennen. Zuvor war Loris Leben sehr arm.
Ihre Familie musste manchmal sogar auf leeren Bauernhöfen übernachten. 1973 heiratete sie im Alter von 19 Jahren und bekam 6 Töchter, doch 1996 ließen sie sich scheiden. Nach der Scheidung zog sie aus und zog ihre Töchter als alleinerziehende Mutter auf. Lori konnte sehr gut mit Menschen umgehen und viele waren von ihrem Lächeln und ihrem unglaublichen Lachen angetan. Larry und Lori heirateten 2004 und seither hat er immer gesagt, dass er seine Frau mehr liebt als alles andere auf der Welt. Ihre 17-jährige Ehe schien nach Ansicht von Freunden und Nachbarn ideal zu sein. Sie lebten ein glückliches Leben in North Idaho. Zu dieser Zeit war Lori Geschäftsführerin der North Idaho Housing Coalition, die Immobilien zum Verkauf oder zur Vermietung an bedürftige Familien renovierte. Sie war ein angesehenes Mitglied der Gemeinde und Larry war im Ruhestand, aber immer noch in verschiedenen Gemeindeaktivitäten aktiv. Am 13. Februar 2018 planten Lori und Larry, mit ihrem Boot zum Lake Coeur d'Alene zu fahren, um den Sonnenaufgang an einem malerischen Ort namens Sun Up Bay zu beobachten. Die Ereignisse, die sich an diesem Tag abspielten, waren fast unglaublich, denn der Lake Coeur d'Alene ist normalerweise für seine ruhigen und beschaulichen Gewässer bekannt. Kurz nach dem Ablegen rief Lori jedoch über Larrys Telefon die Notrufnummer 911 an und wirkte sehr verzweifelt. Sie teilte den Behörden mit, dass ihr Mann über Bord gefallen sei. Lori übermittelte ihre verzweifelten Bemühungen, Larry im Wasser zu finden, und bat dringend um Hilfe. Die Beamten trafen um 11 Uhr am nächstgelegenen Ufer ein und schickten ein Rettungsboot los, um Lori abzuholen und sie medizinisch zu versorgen. Als sie am Tatort eintrafen, verlangten die Sheriffs von der Frau alle Informationen über Larrys letzten Aufenthaltsort. Lori gab an, dass sie erst 2 Stunden, nachdem Larry über Bord gefallen war, den Notdienst angerufen hatte, weil sie ihr Handy nicht finden konnte. Lori behauptete auch, dass der Zündschlüssel kurz vor dem Vorfall abgebrochen war, sodass sie den Motor manuell wieder starten musste. Lori erzählte dann, dass sie auf der Suche nach Larry in der Nachbarschaft herumgefahren sei, sich dann aber entschlossen habe, das Boot nicht zurück ans Ufer zu fahren, aus Angst, die Spur zu verlieren. Nach einer Weile zog sie eine Decke aus, um sich warm zu halten, fand schließlich Larrys Handy und wählte sofort den Notruf. Nachdem sie gesprochen hatte, rutschte ihr das Handy jedoch aus der Hand und fiel in den See. Während dieses Gesprächs bemerkte der Beamte, dass die Gefühle der Frau sehr echt wirkten. Alle waren sich sicher, dass es sich um einen Unfall handelte. Das medizinische Personal brachte Lori zur weiteren Beobachtung in einen bereitstehenden Krankenwagen. In der Zwischenzeit schleppten die Beamten das Boot der Isenbergs zu einem nahegelegenen Schnellboot, um seinen Zustand zu beurteilen. An Bord des Bootes bemerkten die Beamten sofort Blutspritzer an mehreren Stellen, die vermutlich von Loris Nasenbluten stammten. Trotz Loris Behauptung, der Zündschlüssel sei abgebrochen, bevor Larry ins Wasser fiel, fanden die Beamten einen Schalter und ein Kabel auf dem Boden. Die Ermittler fanden dies merkwürdig, da der Schalter und das Kabel an das Zündschloss angeschlossen sein mussten, damit der Motor später anspringen konnte. Außerdem war der Zündschlüssel sichtbar verbogen, was darauf hindeutet, dass es eine Art Kampf gegeben hat. Die Beamten fanden außerdem verschiedene andere Schlüssel und Loris Handtasche, in der sich eine leere Saftflasche befand. Alle diese Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Das Auto, mit dem die Isenbergs das Boot abgeschleppt hatten, wurde ebenfalls untersucht und ein stellvertretender Sheriff fand Loris Handy, außerdem eine unbekannte Flüssigkeit, die im Getränkehalter verschüttet war, sowie ein Fläschchen mit einem Allergiemedikament mit dem Wirkstoff Dimidrol. Obwohl es sich um ein rezeptfreies Antihistaminikum handelt, das üblicherweise zur Behandlung von Allergien und Fieber eingesetzt wird, verursacht es dennoch starke Schläfrigkeit. Da Lori keine genauen Angaben über ihren letzten Aufenthaltsort machen konnte, wurde eine umfangreiche Suche eingeleitet. Daher wurde beschlossen, ein Team von Tauchern mit Sonargeräten einzusetzen. Auch Such- und Rettungshubschrauber wurden an der Suche beteiligt, in der Hoffnung, Larry zu finden, aber alles war vergeblich. 5 Tage später, am 18. Februar, riefen die Ermittler Lori Isenberg an und baten sie, das Sonar-Tauchteam auf den See zu begleiten, da ihre Bemühungen, Larry zu finden, immer noch erfolglos waren. Obwohl sie zustimmte,
konnte sich Laurie nicht an bestimmte Orientierungspunkte erinnern und leistete den Suchenden nur minimale Unterstützung. Dieses Verhalten kam dem Ermittler seltsam vor. Während der gesamten Suche scherzte und lachte Laurie und konnte ohne triftigen Grund in Tränen ausbrechen. Andererseits trauert jeder Mensch anders, so dass dies nicht hervorgehoben wurde. Später an diesem Tag erhielt der Bezirkssheriff jedoch zwei Anrufe über Lauries verdächtiges Verhalten in dem gemeinsamen Haus mit ihrem Mann, das sich 20 Autominuten südwestlich der Stadt befand. Bei den Anrufern handelte es sich um Nachbarn der Isenbergs, die berichteten, dass Lauries Familienmitglieder ihr dabei halfen, Sachen aus dem Haus zu schaffen, was das Interesse der Polizei weckte. Am 21. Februar 2018 wurde jedoch eine schockierende Entdeckung gemacht, die den Fall in eine völlig neue Richtung lenkte. Die North Idaho Housing Coalition, BI, der Laurie Isenberg jahrelang gearbeitet hatte, teilte den Polizeibeamten mit, dass sie wegen ihrer möglichen betrügerischen Aktivitäten nicht mehr mit Laurie Isenberg zusammenarbeiten würde. Es stellte sich heraus, dass der Buchhalter der Koalition die Unregelmäßigkeit im Bericht bemerkt hatte und dass eine halbe Million Dollar im Budget fehlte. Nur Laurie hatte Zugang zu diesem Betrag. Diese Nachricht war ein großer Schock für alle, die Laurie Isenberg kannten, denn sie war nicht vorbestraft und laut den Strafverfolgungsbehörden eine gesetzestreue Bürgerin. Zu diesem Zeitpunkt beschloss Larrys Sohn, mit dem Ermittler zu sprechen. Er schilderte ihm Lauries seltsames Verhalten und die Möglichkeit, dass sie etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun hatte. Der Detektiv hielt dies jedoch nur für seinen persönlichen Groll und war sich sicher, dass die Frau nichts mit Larrys Tod zu tun hatte. Dennoch wurde am nächsten Tag ein Durchsuchungsbefehl für die Wohnung der Isenbergs ausgestellt, der mit Lauries Betrugsvorwurf in Zusammenhang stand. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Beweisstücke gefunden, darunter schwarze Latexhandschuhe, Papierhandtücher mit etwas, das wie getrocknetes Blut aussah, ein Ziplockbeutel mit einem unbekannten weißen Pulver und rote Flecken auf dem Boden vor dem Haus. Der Detektiv, der den Fall untersuchte, machte Laurie sofort mit den Beweismitteln vertraut. Im Gegenzug behauptete sie, dass das Blut auf den Handschuhen und Handtüchern ihr eigenes sei. Und die braunen Flecken im Hinterhof waren ihr unbekannt. Später wurde BI einer gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt, dass es sich bei den roten Flecken auf dem Beton tatsächlich um Farbtropfen handelte, die von der Beize auf den Brettern stammten. Am 27. Februar wurde Laurie wegen 40-facher Fälschung verhaftet. Die Summe, die sie gestohlen haben soll, beläuft sich auf fast eine halbe Million Dollar. Und da die Koalition zum Teil von den Steuerzahlern finanziert wurde, würde sich dies zu einem viel schwereren Verbrechen auswachsen. Lauries Kaution wurde auf 75.000 Dollar festgesetzt und am nächsten Tag von einer ihrer Töchter hinterlegt. Am 1. März, 16 Tage nach dem tragischen Vorfall, wurde Larrys Leiche mit dem Gesicht nach unten in der Nähe des Ufers gefunden, etwa 3 Meilen von der Stelle entfernt, an der Laurie sagte, Larry sei über Bord gefallen. Am nächsten Tag bestätigte eine Autopsie, dass es sich um die Leiche von Larry Isenberg handelte. Aber das ist noch nicht alles, was die Gerichtsmedizin herausfand. Toxikologische Tests ergaben tödliche Konzentrationen von Dimidrol und Antihistamin in Larrys Blut. Obwohl eine Überdosis des Medikaments extrem selten ist, sind sich Experten einig, dass das Medikament schnell wirkt und tödlich sein kann, wenn zu viel davon in kurzer Zeit eingenommen wird. Die Behörden haben beschlossen, die Autopsieergebnisse nicht zu veröffentlichen. Laurie hatte jedoch zuvor erklärt, dass ihr Mann täglich mehrere Pillen einnahm und oft vergaß, die richtige Dosis zu nehmen. Laurie sagte auch, Larry habe grippeähnliche Symptome gehabt. Das einzige Mal, dass Larry erwähnte, dass er sich krank fühlte, war in einer Nachricht, die er an seinen Freund schickte. Aber stammte diese Nachricht wirklich von Larry? Obwohl Larrys Telefon ertrunken war, stellte der Sachverständige fest, dass das letzte Mal, als das Handysignal in der Nähe des Hauses von Lauries Sohn war, Larry im See verschwand. Das war seltsam, da Laurie behauptete, das Handy sei am 13. Februar in den See gefallen. All dies veranlasste die Ermittler zu der Annahme, dass Larrys Tod definitiv kein Unfall war. Ende Mai erschien Laurie nicht vor Gericht, um ihren Betrugsfall zu verhandeln. Daraufhin wurde gegen sie ein Haftbefehl erlassen.
doch sie verschwand. In der Zwischenzeit befragten die Ermittler weiterhin Personen, die der Familie Isenberg nahe standen, und schon bald zeigten sich Risse in ihrer perfekten Beziehung. Obwohl sie glücklich zu sein schienen, war Larry in den letzten Monaten äußerst unglücklich über Loris Ausgabenverhalten und darüber, dass sie ihren Kindern oft finanziell half. Die Ermittler erfuhren auch, dass Lori ihren ersten Ehemann mit 3 verschiedenen Männern betrogen hatte, von denen einer Larry war. Darüber hinaus wurden handschriftliche Änderungen an Larrys Testament entdeckt, die Lori angeblich einen Monat vor seinem Tod selbst vorgenommen hatte. In dem Testament hieß es, dass 80% des Nachlasses an Loris Kinder gehen sollten und nur 20% an seine eigenen. Und da Lori noch immer auf der Flucht war, beschlossen die Behörden, die Autopsieergebnisse zu veröffentlichen und den Fall als vorsätzlichen Mord zu bezeichnen. Demnach starb er an einer Diphenhydramin-Toxizität nach einer Überdosis des Antihistamins Benadryl. Benadryl ist ein Markenname für Diphenhydramin, ein Antihistaminikum, das zur Behandlung von Allergien eingesetzt wird. Da es Schläfrigkeit verursacht, wird es auch als Schlafmittel verwendet. Diphenhydramin macht schon bei normaler Dosierung schläfrig, die normalerweise zwischen 100 und 1000 Nanogramm pro Milliliter liegt. In Larrys Körper wurden zum Zeitpunkt seines Todes erschütternde 7100 Nanogramm Diphenhydramin gefunden, was tödlich ist. Die Polizei befragte sogar Larrys Arzt, ob er Anzeichen für einen Schlaganfall oder andere medizinische Anomalien festgestellt hatte. Die Mediziner berichteten jedoch, dass er völlig gesund war. Aufgrund der gesammelten Beweise kamen die Ermittler zu der Theorie, dass Lori an jenem Morgen eine SMS an Larrys Tochter geschickt hatte, bevor sie ihren Mann vergiftete. Dann mischte sie die Pillen in den Saft, den der Mann trank. Danach fühlte sich Larry krank und fiel in der Nähe des Ufers über Bord. Es wurde auch vermutet, dass Lori das Boot absichtlich weiter von der Stelle wegfuhr, bevor sie den Notruf absetzte. Niemand in der Familie Isenberg hatte eine Versicherung. Die einzige Frage, die blieb, war, was war das Motiv? Am wahrscheinlichsten war, dass Lori im Falle von Larrys Tod das gemeinsame Haus erben würde, das sie dann verkaufen könnte, um die geforderte Entschädigung für ihr gestohlenes Geld zu zahlen. Und Freunde sagten auch, dass Larry nicht wusste, was Lori B.I. der Idaho Housing Coalition machte. Schließlich tauchte Lori im Juli, 2 Monate nach ihrem Verschwinden, von sich aus im Büro des Sheriffs auf. Die Ermittler waren begierig darauf, über den angeblichen Mord an ihrem Ehemann zu sprechen. Aber sie mussten warten, bis der Betrugsfall vor Gericht verhandelt wurde. Im November 2018 bekannte sich Isenberg in 3 Fällen von Drahtbetrug und in einem Fall von Diebstahl eines Bundesprogramms schuldig. Sie erklärte sich auch bereit, rund $580.000 an Rückerstattung zu zahlen. Isenberg wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie mehr als eine $500.000 veruntreut hatte. Loris Töchter bekannten sich ebenfalls in verschiedenen Anklagepunkten der Verschwörung schuldig. Sie wurden jeweils zu Hausarrest und einer Geldstrafe von $50.000 verurteilt. Doch während dieser Fall abgeschlossen wurde, ging ein anderer weiter. Unmittelbar nach der Verurteilung wurde Lori erneut zu Larrys Tod befragt, und während dieser Befragung stellten ihr die Ermittler direkte Fragen dazu, ob sie ihren Mann getötet habe. Während dieses Verhörs zeigte Lori ein nervöses Verhalten. Sie begann mit dem Fuß zu klopfen, was ein Anzeichen für Angst und Stress sein kann. Dann wurde sie über die Ergebnisse der Autopsie informiert. Obwohl sie bestritt, am Tod ihres Mannes beteiligt gewesen zu sein, setzten die Ermittler sie weiterhin mit anderen kompromittierenden Beweisen unter Druck. Schließlich weigerte sie sich, weitere Fragen zu beantworten und verlangte einen Anwalt. 2 Jahre nachdem die Leiche ihres Mannes im Lake Coeur d'Alene gefunden wurde, erhob ein Geschworenengericht Anklage gegen Lori Isenberg wegen Mordes ersten Grades durch Verwendung von Gift. Ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird. Ihr Prozess wurde wegen der Covid-19-Pandemie wiederholt verschoben. Isenberg war ursprünglich wegen Mordes ersten Grades durch Verwendung von Gift angeklagt, plädierte jedoch auf eine geringere Anklage wegen Mordes zweiten Grades und bekannte sich zu einem Alford-Verfahren, das es ihr ermöglichte, ihre Unschuld zu beteuern, während sie einräumte, dass sie im Falle eines Prozesses wahrscheinlich schuldig gesprochen würde.
Im Februar 2021 bekannte sie sich der geringeren Anklage des Mordes zweiten Grades für schuldig. Jessica McPherson sagte, sie empfinde den Deal, der es Eisenberg erlaubte, sich nicht schuldig zu bekennen, als Schlag ins Gesicht für die Angehörigen ihres Vaters. Die Art und Weise, wie ich meinen Vater Larry Eisenberg verloren habe, hat ein Loch in meiner Seele hinterlassen, das ich niemals füllen kann. Und seit 3 Jahren wird dieses Loch durch das Netz aus Lügen, Betrug und Manipulation, das sich immer weiter ausgedehnt hat, immer tiefer, sagte Jessica McPherson, Larry Eisenbergs Tochter. Für mich und alle, die von dem Verlust eines so großartigen Mannes und wunderbaren Vaters betroffen sind, ist ein Abschluss nicht möglich. Dean Eisenberg sagte, sein Vater sei sein bester Freund gewesen. Er war wirklich unvergesslich, sagte er. Selbst diejenigen, die ihn hassten, liebten ihn auf gewisse Weise. Lori Eisenberg tupfte sich mit einem Taschentuch die Augen ab, als ihr Stiefsohn über den Mann sprach, den sie zugegeben hatte, vergiftet zu haben. Er beschrieb einen ehrenhaften, hart arbeitenden Mann, der seine Familie liebte, insbesondere seine Frau. Ich kann nur hoffen, dass sie das getan hat, um ihm die Peinlichkeit zu ersparen, herauszufinden, was seine Seelenverwandte hinter seinem Rücken getan hat, sagte Dean Eisenberg. Amber Barnes sagte BA der Anhörung, ihre Mutter habe die Familie manipuliert. Larry hat sein Leben Lori gewidmet. Er hat sie geliebt. Er hat ihr vertraut. Und sie hat ihn getötet, sagte Barnes. Loris Gnadengesuch ist Salz in die Wunden aller, die um Larry trauern. Sie verdient es, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden und als das zu sehen, was sie wirklich ist. Amber Barnes sagte, Larry Eisenberg sei für sie eine Vaterfigur und ein wunderbarer Großvater gewesen, der meine Kinder mit großen Bärenumarmungen umarmte und ihre Haare zerzauste, während er ihnen sagte, dass er sie liebte. Unsere Familie hat an diesem Tag auf dem See 2 Menschen verloren. Wir haben Larry verloren, den Großvater, den wir liebten. Und wir haben Lori verloren, die Mutter und Großmutter, die wir liebten, der wir vertrauten und von der wir dachten, dass wir sie kennen. Lori zerstörte unser Leben, als sie Larrys Leben nahm. Aber das war noch nicht alles, sagte Amber Barnes. Sie setzte das Leid mit endlosen Lügen und Manipulationen fort. Sie ließ uns zu ihr stehen, sie beschützen, sie unterstützen und an sie glauben. Die ganze Zeit über kannte sie die Wahrheit dessen, was sie getan hatte. Lori Eisenberg sprach mehr als 45 Minuten lang vor dem Gericht, bevor der Richter sie verurteilte. Sie sagte, sie habe angefangen, die Koalition zu bestehlen, weil ihre Töchter, von denen sie eine aus dem Haus geworfen hatte, als die Tochter 15 Jahre alt war, in finanziellen Schwierigkeiten steckten. Sie sagte, sie habe ihrem Mann nicht sagen können, dass sie ihren Töchtern finanziell helfen wollte. Ich sah, wie meine kostbaren kleinen Enkelkinder litten, weil ihre Mütter nicht in der Lage waren, eine Familie mit 2 Einkommen zu führen und sie nicht mit dem Nötigsten versorgen konnten, sagte sie und betonte, dass sie keine Kranken- oder Zahnversicherung hatten. Was machen Sie also, wenn die Kinder krank werden und zum Arzt müssen? Sagte sie. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich hin und her gerissen war zwischen der Einhaltung von Larrys Lebensstandards und der Möglichkeit, das zu tun, was ich glaubte tun zu müssen, und so kam ich auf den dümmsten, beschämendsten Plan aller Zeiten, nämlich Geld von meinem Arbeitgeber zu stehlen, sagte sie. Die Staatsanwaltschaft behauptete, Eisenberg habe ihren Mann getötet, um sich die weitere Demütigung zu ersparen, bei der Scheidung die Hälfte ihres Vermögens zu verlieren. Als Eisenberg sich an das Gericht wandte, sagte sie jedoch, dass das vergiftete Getränk, das ihren Mann tötete, nicht für ihn bestimmt war. Von dem Zeitpunkt an, als ihre Veruntreuung aufgedeckt wurde, sagte Eisenberg, dass sie über Selbstmord nachgedacht habe. »Ich wusste, dass mein Leben vorbei war«, sagte sie. »Ich hatte 2 Möglichkeiten, Tod oder lebenslänglich im Gefängnis. Ich wollte nie mit irgendetwas davonkommen.« Sie sagte, sie habe vorgehabt, sich im Lake Coeur d'Alene zu ertränken, nachdem sie das mit Benadryl vergiftete Getränk zu sich genommen hatte. Aber ihr Mann fand es, als sie auf dem Boot schlief. »Ich weiß, dass Larry noch leben würde, wenn ich nicht gewesen wäre«, sagte sie. Der Richter sagte, er habe keinen Zweifel daran, dass die Version der Ereignisse, die Eisenberg vor Gericht wiedergab, die Wahrheit sei, zumindest die Wahrheit, für die sie sich entschieden hatte.
Ihre Wahrheit ist im Lichte aller Beweise nicht haltbar, sagte er. Der Richter verurteilte Isenberg zu lebenslanger Haft mit 30 Jahren Haft und Anrechnung der bereits verbüßten Zeit. Larry Eisenbergs Familie umarmte sich schweigend nach der Urteilsverkündung. Am 25. Juni 2015, einem Samstag, wurde die 28-jährige Jessica Nelson zur Arbeit erwartet. Ihre Abwesenheit gab jedoch Anlass zur Sorge, als sie nicht erschien, woraufhin ihr Arbeitgeber ihre Mutter, Missy Nelson, kontaktierte. Sie sagten ihr, dass sie angerufen hatten, aber keine Antwort erhielten. Missy wusste auch, dass es sehr ungewöhnlich war, dass ihre Tochter zu spät kam. Sie arbeitete bei der First National Bank, ihrem Traumberuf, und freute sich jeden Tag darauf, zur Arbeit zu gehen. Missy rief auch bei ihr an, doch es ging niemand ran, also fuhr sie zu ihrem Haus. Unterwegs rief sie weiter an, aber das Telefon klingelte weiter. Missy war besorgt, dass Jessica auf dem Weg zur Arbeit in ihrem Auto etwas zugestoßen sein könnte. Als Missy bei Jessicas Haus in Debolt, Nebraska, ankam, sah sie das Auto ihrer Tochter in der Einfahrt stehen. Jessica lebte dort mit ihrem 6-jährigen Sohn, Dominic Dom Nelson. Missy wusste, dass Dom in der Nacht zuvor bei seinem Vater, John McDowell, übernachtet hatte und Jessica am 24. Juni allein gelassen hatte. Trotz ihrer Trennung aufgrund von Johns Untreue bemühte sich Jessica weiterhin, Dom Stabilität und Fürsorge zu bieten und stellte sein Wohlergehen über alles andere. Nachdem sie ihr Auto geparkt hatte, näherte sich Missy der Haustür und fand sie verschlossen. Mit ihrem Schlüssel betrat sie das Haus und fand das Innere in Dunkelheit gehüllt. Aus dem Badezimmer drang ein Geräusch von fließendem Wasser, was Missy veranlasste, der Sache nachzugehen. Als sie die Tür öffnete, fand sie Jessica in der Badewanne zusammengerollt in der Fötusstellung vor, das Wasser lief noch. Missy reagierte schnell und wählte den Notruf, um mitzuteilen, dass Jessica offenbar in der Dusche ausgerutscht war, wobei sie nicht wusste, wie lange sie sich in diesem Zustand befunden hatte. Jessica lag teilweise im Wasser unbekleidet und hielt sich an einem Handyladekabel fest. Missy, die verzweifelt versuchte, ihrer Tochter zu helfen, ließ das Wasser ab, musste aber feststellen, dass Jessica bereits verstorben war, ohne dass ihr geholfen werden konnte. Bei ihrer Ankunft stellte die Polizei fest, dass die Umstände von Jessicas Tod unklar waren. Das Fehlen eines gewaltsamen Eindringens und die Bestätigung von Missy, dass die Eingangstür bei ihrer Ankunft verschlossen war, verwirrten sie. Eine beträchtliche Menge Blut auf der Wohnzimmercouch und Jessicas Kleidung, die sich neben ihr in der Badewanne befand, erweckten jedoch den Verdacht. Obwohl Jessicas Körper bis auf einen kleinen Bluterguss am Hals keine unmittelbaren Anzeichen eines Traumas aufwies, waren die Strafverfolgungsbehörden über die Art des Vorfalls im Unklaren. Sie gingen vorsichtig vor und behandelten den Tatort wie eine mögliche Morduntersuchung, indem sie akribisch Beweise sammelten. Bald stellte sich heraus, dass ihr Verdacht gerechtfertigt war und sie es tatsächlich mit einem Mordfall zu tun hatten. Die Polizei sammelte akribisch DNA-Proben von verschiedenen Gegenständen, die am Tatort gefunden wurden, darunter das Ladekabel des Handys und Gegenstände im Badezimmer. Außerdem wurden Blutspuren außerhalb des Badezimmers, in Jessicas Schlafzimmer und im Wohnzimmer entdeckt. Vor allem Jessicas rechter Daumennagel wies Anzeichen eines Traumas auf, was die Ermittler dazu veranlasste, Proben unter ihren Fingernägeln zu nehmen und Fingernagelabschnitte zu beschaffen. Die daraufhin durchgeführte Autopsie bestätigte, dass Jessica mit dem Ladekabel ihres Mobiltelefons erdrosselt worden war. Da es kein gewaltsames Eindringen gab und die Tür verschlossen war, kamen die Behörden zu dem Schluss, dass der Täter wahrscheinlich ein Bekannter von Jessica war. Im Rahmen ihrer Ermittlungen befragten sie John, Jessicas ehemaligen Partner, auf dem Polizeirevier. John behauptete, dass er das letzte Mal mit Jessica am 24. Juni zu tun hatte, als sie ihren Sohn bei ihm ablieferte. Trotz gegenteiliger Aussagen von Personen aus Jessicas Umfeld, die von Streitigkeiten über das Sorgerecht und die Finanzen berichteten, leugnete er jegliche Konflikte zwischen den beiden. Johns Alibi wurde jedoch durch die Aufzeichnungen seines Mobiltelefons untermauert, die ihn in der Nacht des 24.
Juni an einem anderen Ort, weit entfernt von Jessicas Wohnung, zeigten. Die Ermittlungen führten dazu, dass vor allem ein Mann als möglicher Verdächtiger in Frage kam. Sein Name war Matthew Kidder. Matthew war ein langjähriger Freund von Jessica und ihrer Familie. Seine Familie war mit ihrer Familie gut befreundet und er wuchs mit Jessica und ihren beiden Geschwistern Matt und Ashley auf. Er war Matts bester Freund und Matthews Vater war eng mit Jessicas Vater Harry befreundet. Matthew bezeichnete Harry als Onkel Harry. Als Jessica ermordet wurde, glaubte niemand in ihrer Familie, dass Matthew dafür verantwortlich war. Die Polizei war jedoch der Ansicht, dass die Beweise etwas anderes vermuten ließen. Bei der polizeilichen Befragung zu seiner Beziehung zu Jessica beteuerte Matthew seine Unschuld und hob ihre geschwisterliche Bindung hervor. Er gab zu, mit Jessica flirtende Textnachrichten ausgetauscht zu haben, stellte aber klar, dass es sich dabei nur um einen Scherz handelte und keine romantischen Absichten auf beiden Seiten vorlagen. Matthew zufolge waren ihre Interaktionen spielerische Hänseleien und er glaubte, dass Jessica das auch so sah. Matthew spekulierte, dass Jessicas Angreifer es wahrscheinlich auf sie abgesehen hatten, als sie allein zu Hause war, und vermutete, dass sie ihren Facebook-Post gesehen haben könnten, in dem sie auf ihre Einsamkeit in der Nacht der Tragödie hinwiesen. Am 24. Juni um 9 Stunden 49 Minuten postete Jessica auf Facebook folgendes: Ich habe meine Fernbedienung für den Blu-ray-Player für etwa 15 Minuten verloren und dachte, mein Leben sei vorbei. Ernsthaft, ich bin so durcheinander, wenn Dom weg ist. Der Polizei war bekannt, dass Matthew in der Nacht des 24. Juni auf der Arbeit war und in der Nähe von Jessicas Haus arbeitete. Sie wussten auch, dass er an diesem Abend seine Facebook-Seite überprüfte. Hat er Jessicas Facebook-Post in dieser Nacht gesehen und dann gewartet, um sicherzugehen, dass sie allein zu Hause war? Bei der Untersuchung von Jessicas Telefonaufzeichnungen entdeckte die Polizei eine Reihe von Textnachrichten von Matthew, die sie eher als beunruhigend denn als spielerisches Geplänkel bezeichneten. Der Austausch geht auf den 4. Februar 2014 zurück und drehte sich zunächst darum, dass Matthew Jessica Hilfe anbot, insbesondere beim Schaufeln ihrer Einfahrt aufgrund des starken Schneefalls. Aus den nachfolgenden Nachrichten ging jedoch hervor, dass Matthew die Gespräche überwiegend initiierte und oft versuchte, Treffen mit Jessica zu vereinbaren. Trotz seiner Hartnäckigkeit ignorierte Jessica entweder einige seiner Nachrichten oder lehnte seine Einladungen höflich ab. Aus dem Thread ging hervor, dass Jessica trotz seiner wiederholten Versuche nicht daran interessiert war, sich mit Matthew zu treffen. Am 16. April 2015 meldete sich Matthew per SMS bei Jessica und teilte mit, dass er am frühen Morgen eine Besorgung machen müsse und fragte, ob er vorher bei ihr vorbeikommen könne. Jessica willigte ein und teilte ihm mit, dass sie angesichts der frühen Stunde wahrscheinlich noch schlafen würde, versicherte ihm aber, dass er eintreten könne, da sie die Tür unverschlossen lassen würde. Sie schlug ihm vor, sich auf der Couch auszuruhen, fernzusehen oder die Stühle im Freien zu benutzen, während er darauf wartete, dass sie aufwachte. Matthew ging an diesem Morgen zu ihr nach Hause und schickte Jessica noch am selben Tag eine weitere Textnachricht. Ich gebe zu, ein kleiner Teil von mir wollte reingehen und dich in die Mangel nehmen, aber ich hatte keine Lust, mich abstechen oder verprügeln zu lassen. Lol. Jessica antwortete: Lol, ja, das wäre definitiv passiert. Ich bin ein Miesepeter, wenn mein Schlaf unterbrochen wird. Es sei denn, du bist mein Sohn, dann bin ich weniger miesepetrig, lol. Matthew antwortete: Lol, vielleicht beim nächsten Mal. Jessica antwortete: Wenn du sterben willst, ich habe ein großes Messer in meiner Nachttischschublade. Matthew schrieb: Herausforderung angenommen. Wir müssen allerdings ein paar Grundregeln aufstellen. Kein Ziehen an den Haaren, kein Beißen. Lol, Jessica sagte. Oder du könntest mich einfach in Ruhe lassen, wenn ich schlafe. Das erspart uns den ganzen Ärger. Matthew schickte Jessica nach diesem Tag weiterhin Textnachrichten. Einige davon waren sexueller Natur. Am 19. Juni 2015 schickte er ihr die folgenden Textnachrichten. Ich fühle mich spielerisch gestochen und im Schlaf ermordet. Ja, ich habe versucht, einen Witz zu machen und jetzt ist sie sauer auf mich. Lol.
Ich dachte mir, es wäre ein lustiger Scherz, um das Eis zu brechen, da jeder andere Kerl bei der ersten oder jeder anderen Kommunikation Pimmelpics schickt und ich derjenige bin, der unkonventionelle Fragen stellt. Jessica antwortete auf keine dieser Textnachrichten. Ein paar Tage später, am 24. Juni 2015, schickte Matthew eine weitere Textnachricht an Jessica. Wer hat Lust, Samstagabend abzuhängen oder ins Kino zu gehen? Jessica antwortete nicht auf diese Textnachricht. Nur ein paar Stunden später war Jessica tot. Während der Ermittlungen bemerkte die Polizei eine Schnittwunde an Matthews Hand, die offensichtlich von einem Fingernagel verursacht wurde. Matthew behauptete, er habe sich die Schnittwunde am 24. Juni BI der Arbeit zugezogen. Auf die Frage nach seiner Beschäftigung und den üblichen Arbeitszeiten gab Matthew an, dass er wochentags in der Regel von 3 Uhr bis 11 Stunden und 40 Minuten arbeitete. Matthew gab bereitwillig eine DNA-Probe ab und willigte in die Durchsuchung seines Telefons ein. Trotz seiner Kooperation teilte die Polizei ihm mit, dass sie ihn verdächtigte, an Jessicas Tod beteiligt gewesen zu sein. Matthew wurde zunächst ohne Anklage freigelassen, später jedoch erneut von den Behörden befragt. Während des anschließenden Verhörs machte Matthew, als er nach Jessica gefragt wurde, beunruhigende Bemerkungen: Ich unterteile Frauen in 3 Stufen. Diejenigen, mit denen ich befreundet sein könnte. Diejenigen, die ich nur nackt sehen möchte. Und diejenigen, mit denen ich schlafen möchte. Nelson war irgendwie zwischen: Ich will sie nackt sehen und keine Gefühle, nur weil sie einen schönen Vorbau hatte. Sie hatte schöne Brüste. Bei der anschließenden Befragung wiederholte Matthew sein Alibi und behauptete, er sei in der Nacht des 24. Juni auf der Arbeit und nicht in Jessicas Wohnung gewesen. Er gab jedoch zu, am Abend zuvor, dem 23. Juni, in ihrem Haus gewesen zu sein, um beim Umzug von Möbeln zu helfen. Matthew gab gegenüber der Polizei an, dass er auf Jessicas Couch und Matratze stark geschwitzt habe und warnte sie, dass sie dort sein Blut finden könnten, da er dazu neige, bei Schorf oder versehentlichen Schnitten leicht zu bluten. Trotz seiner Unschuldsbeteuerungen brachte die Polizei Matthew durch DNA-Beweise, die in Jessicas Haus gesammelt wurden, mit dem Verbrechen in Verbindung. Die Analyse ergab 2 unterschiedliche DNA-Profile auf dem am Tatort sichergestellten Handyladekabel, wobei eines mit Jessicas DNA übereinstimmte und das andere als Matthews DNA identifiziert wurde. Der DNA-Abstrich unter Jessicas Fingernägeln an ihrer linken Hand und unter ihrem rechten Daumennagel stimmte ebenfalls mit Matthews Profil überein. Daraufhin wurde Matthew verhaftet und wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft legte einen überzeugenden Fall vor, in dem behauptet wurde, dass Matthew in der Nacht des 24. Juni nach Beendigung seiner Arbeitsschicht Jessicas Wohnung aufsuchte, wo er sie sexuell missbrauchte und erwürgte. Die vor Gericht vorgelegten Beweise deuteten darauf hin, dass Jessica in der Badewanne entdeckt wurde und sich an einem Handyladekabel festhielt, das als Tatwaffe identifiziert wurde. Die Staatsanwaltschaft betonte die Bedeutung der DNA-Beweise, die unter Jessicas Fingernägeln und auf dem Handykabel gefunden wurden und Matthew mit dem Tatort in Verbindung brachten. Darüber hinaus belasteten Handydaten Matthew weiter, da die Aufzeichnungen zeigten, dass sich sein Handy zu entscheidenden Zeiten in der Nähe von Jessicas Haus befand, auch kurz vor und nach dem geschätzten Tatzeitpunkt. Bemerkenswert ist, dass Matthews Telefonsignal in der Nähe seiner eigenen Wohnung etwa 30 Minuten nach dem letzten aufgezeichneten Signal in der Nähe von Jessicas Wohnung aufgezeichnet wurde. Während eines aufgezeichneten Telefongesprächs mit seinem Vater, das er im Gefängnis führte, machte Matthew belastende Aussagen, die auf seine Beteiligung hindeuteten. Bei der Erörterung der Ereignisse jener Nacht gab Matthew an, dass er glaubte, Jessica sei auf der Couch eingeschlafen, nachdem er ihre Wohnung verlassen hatte, und deutete damit seine Anwesenheit dort an. Dieses Eingeständnis stand im Widerspruch zu seinen früheren Behauptungen, nicht in Jessicas Haus gewesen zu sein. Während des aufgezeichneten Telefongesprächs mit seinem Vater gab Matthew zu, in der Nacht ihres Todes, am 24. Juni, für etwa 20 Minuten in Jessicas Haus gewesen zu sein, was im Widerspruch zu seinen früheren Leugnungen stand.
Die Staatsanwaltschaft legte umfangreiches Beweismaterial vor, in dem Jessicas Verletzungen detailliert beschrieben wurden. Der Autopsiebericht wies Blutergüsse, Abschürfungen und Blutungen an ihrem Hals auf, die auf eine Strangulierung durch das Handyladekabel schließen lassen. Die Strangulationsmarkierung an ihrem Hals untermauerte diese Schlussfolgerung und belegte die Strangulation als Todesursache. Außerdem tauchten während des Prozesses Beweise für sexuelle Übergriffe auf. Jessica wies Risswunden, Blutergüsse und Prellungen in ihrem Vaginalbereich sowie Verletzungen an Kopf, Bauch und Darm auf. Die Aussage von Randy Anderson, der kurzzeitig mit Matthew eine Zelle teilte, untermauerte die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Trotz der kurzen Dauer ihrer gemeinsamen Haft hielt die Staatsanwaltschaft Randys Aussage für glaubwürdig, da er über Informationen über den Mord verfügte, die vor seiner Aussage nicht an die Öffentlichkeit gedrungen waren. Während des Prozesses wurde bekannt, dass Randy Anderson, der sich freiwillig an die Polizei gewandt hatte, angeboten hatte, als Zeuge auszusagen. Zu diesem Zeitpunkt wartete Randy auf seine Verurteilung wegen Einbruchdiebstahls und terroristischer Drohungen. In seiner Aussage vor Gericht erzählte Randy Einzelheiten, die Matthew Eham mitgeteilt hatte. Randy zufolge gestand Matthew in der Nacht des 24. Juni in Jessicas Wohnung gewesen zu sein, nachdem Jessica auf Facebook gepostet hatte, dass sie allein sei. Jessica soll Matthew durch die Seitentür in ihr Haus gelassen haben, nachdem er geklopft und sie die Kette aufgeschlossen hatte. Randy sagte aus, dass Matthew eine gewalttätige Auseinandersetzung schilderte, bei der er Jessica versehentlich einen Kopfstoß versetzte, woraufhin sie aufschrie. Daraufhin erwürgte Matthew Jessica, so dass sie das Bewusstsein verlor. Matthew brachte sie dann ins Schlafzimmer, wo er ihr die Jogginghose auszog und sie mit dem Ladekabel ihres Handys erwürgte. Matthew hat jedoch nicht zugegeben, Jessica sexuell angegriffen zu haben. Nach Randys Darstellung legte Matthew dann Jessicas Leiche in die Badewanne und drehte das Wasser an, um DNA-Spuren zu beseitigen. Während des Prozesses führte die Staatsanwaltschaft zwingende Beweise ein, die auf Matthews Laptop gefunden wurden. Bei der Analyse seines Internetverlaufs wurden Suchvorgänge auf einer pornografischen Website entdeckt. Außerdem wurde am 17. Juli 2015 ein Video mit dem Titel Psycho Thrillers Presents Waitress Kidnapped, Raped and Strangled auf Matthews Laptop heruntergeladen. Außerdem wurden bei den Ermittlungen 3 weitere ähnliche Videos entdeckt. Diese Erkenntnisse lieferten weitere belastende Beweise gegen Matthew, die auf ein Interesse an gewalttätigen und sexuell expliziten Inhalten mit Themen wie Körperverletzung, Strangulation und nicht einvernehmlichen Begegnungen schließen lassen. Den Geschworenen wurden beunruhigende Beweise vorgelegt, die darauf hinwiesen, dass Matthew 2008 eine andere Frau, Patricia Springborg, in ihrem eigenen Haus sexuell missbraucht hatte. Matthew kannte Patricia und ihre Familie und besuchte sie unter dem Vorwand, er habe sich aus seiner eigenen Wohnung ausgesperrt. Nachdem Patricia ihn aus Gefälligkeit ins Haus gelassen hatte, griff Matthew sie gewaltsam an. Er warf Patricia gewaltsam zu Boden, drückte sie zu Boden und legte seine Hände um ihren Hals. Trotz der Proteste und Versuche von Patricia, sich zu wehren, setzte Matthew den sexuellen Übergriff fort. Patricia stellte fest, dass Matthew aggressiver wurde, als sie sich wehrte, aber das Interesse verlor, als sie aufhörte, sich zu wehren. Matthew bekannte sich schließlich zu einer Anklage wegen versuchter sexueller Nötigung ersten Grades im Zusammenhang mit diesem Verbrechen. Trotz der Beteuerungen der Verteidigung, dass Matthew unschuldig sei, und der Behauptung, dass alle von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise als unschuldig erklärt werden könnten, entschied sich Matthew während des Prozesses nicht auszusagen. Nach der Beratung fällten die Geschworenen rasch einen Schuldspruch wegen Mordes ersten Grades und des Einsatzes einer tödlichen Waffe zur Begehung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dem Mord an Jessica. Die Verhandlung dauerte nur 41 Minuten. In der Folge wurde Matthew wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe und wegen des Einsatzes einer tödlichen Waffe zu 50 Jahren Haft verurteilt. Vor der offiziellen Urteilsverkündung vor Gericht argumentierte Matthews Anwalt jedoch, dass das Gesetz, das eine solche Verurteilung zulässt,
erst nach der Anklageerhebung gegen Matthew erlassen wurde. Daher vertrat der Anwalt die Auffassung, dass das Gericht nur eine Höchststrafe von 20 Jahren statt der ursprünglich vorgeschlagenen 50 Jahre verhängen könne. Nachdem Matthew Berufung eingelegt hatte, bestätigte der oberste Gerichtshof von Nebraska seine beiden Schuldsprüche und die lebenslange Haftstrafe. Außerdem wiesen sie das untere Gericht an, die ursprüngliche 50-jährige Strafe wieder in Kraft zu setzen und betonten, dass die Gesetze von Nebraska eine so lange Strafe tatsächlich zulassen. Infolgedessen wurde Matthew schließlich zu lebenslanger Haft und zusätzlich zu 50 Jahren verurteilt, wie vom obersten Gerichtshof von Nebraska angeordnet. Gillian McKean wurde am 30. Oktober 1982 in Drogheda, Grafschaft Louth, Irland, geboren. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie in dem Dorf Termonfeckin, nördlich von Drogheda. Die Familie zog später nach Australien, als ihr Vater, George McKeon, eine Stelle in Perth antrat. Während ihrer Zeit in Perth besuchte Gillian die Bull Creek Primary School und die Ross Moyne High School, bevor sie 1996 mit ihrer Familie nach Irland zurückkehrte. In Irland besuchte sie die Drogheda Grammar School und das St. Oliver's Community College, bevor sie am University College Dublin einen Bachelor of Arts erwarb. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie für den nationalen irischen Fernsehsender RTE. Gillian zog 2009 offiziell nach Australien, nachdem sie im Jahr zuvor Tom Magger in Irland geheiratet hatte. Nach ihrer Ankunft in Australien ließ sie sich in Melbourne nieder und begann für die Australian Broadcasting Corporation zu arbeiten. Trotz der großen Entfernung hielt sie engen Kontakt zu ihren Eltern, die sich in Perth, Westaustralien, niedergelassen hatten. Am 21. September 2012, einem Freitag, verbrachte die 29-jährige Jill Magger den Abend mit ihren Kollegen in Melbourne, Australien. Jill arbeitet als Referatskoordinatorin bei der Australian Broadcasting Corporation und feierte mit ihren Kollegen einen Geburtstag. Sie hatte vor, noch eine Weile wegzubleiben, bevor sie zu ihrem Ehemann Tom Magger nach Hause zurückkehrte. Jill und Tom lernten sich während ihres Studiums in Dublin, Irland, kennen und zogen 2009 nach Australien. Da Jills Familie in Perth, Australien, wohnt, war der Umzug nach Melbourne für die beiden genau das Richtige, denn sie schätzten ihr Leben in der Stadt. In den frühen Morgenstunden des 22. September wachte Tom vor 4 Uhr auf und stellte fest, dass Jill nicht nach Hause gekommen war, was für sie sehr ungewöhnlich war. Besorgt versuchte er, sie anzurufen, aber ihr Telefon blieb unbeantwortet, bevor es auf den Anrufbeantworter umgeleitet wurde. Nach mehreren Versuchen und der Kontaktaufnahme mit einigen ihrer Freunde, die ebenfalls nicht wussten, wo sie sich aufhielt, wagte sich Tom aus dem Haus und suchte in den umliegenden Straßen. Trotz seiner Bemühungen fand er keine Spur von ihr, was ihn dazu veranlasste, sie als vermisst zu melden. Nach dem Verschwinden von Jill durchsuchte die Polizei die Gegend gründlich und verfolgte ihren Weg zurück. Dabei stellte sich heraus, dass sie am Freitag gegen 9 Uhr mit drei Kollegen das Treffen verlassen hatte und zum Brunswick Green Hotel in der Sydney Road in Braunschweig gegangen war, um dort etwas zu trinken. Später, um 1 Uhr nachts, begleitete Jill einen Kollegen in die Bar Etikette auf einen letzten Drink, bevor sie nach Hause ging. Obwohl ihr Kollege ihr anbot, sie nach Hause zu begleiten, das nur 5 Minuten Fußweg entfernt war, lehnte Jill ab. Während ihrer Ermittlungen befragte die Polizei Tom, konnte ihn aber als Verdächtigen ausschließen. Sergeant Butler betonte dies mit den Worten: "Wir konnten Tom in diesem Fall relativ schnell ausschließen. Und das Wichtigste dabei war, dass wir, sagen wir mal, den Fall nie aufgeklärt haben. Das Wichtigste dabei ist, dass wir vor die Medien treten und sagen können: Hör zu, er ist es nicht. Wir haben zweifelsfrei bewiesen, dass er es nicht ist." Wenn Jill nach dem Verlassen der Bar-Etikette zu Fuß nach Hause gegangen ist, ist es wahrscheinlich, dass sie den Weg nach Norden entlang der Westseite der Sydney Road genommen hat. Die Polizei hat Videoaufnahmen von einem Geschäft in der Sydney Road erworben, die zeigen, dass Jill dort vorbeigeht. Auf den Aufnahmen ist ein Mann zu sehen, der neben ihr geht und sich mit ihr unterhält. An einer Stelle hielt Jill ihren Schritt an,
blickte zurück und setzte dann ihren Weg fort. Die Polizei identifizierte den Mann auf den Aufnahmen als Adrian Ernest Bailey, einen bekannten Sexualstraftäter, der zum Zeitpunkt von Jills Verschwinden auf Bewährung war. Als er zu Jills Verbleib befragt wurde, behauptete Adrian, er kenne sie nicht. Er gab an, in der Nacht, in der Jill verschwand, einen Streit mit seiner Freundin gehabt zu haben, 2 Stunden lang nach ihr gesucht zu haben und dann nach Hause zurückgekehrt zu sein. Adrian wurde zum Verhör auf die Wache gebracht. Im Rahmen ihrer Ermittlungen verfolgte die Polizei die Telefone von Jill und Adrian. Dabei stellte sich heraus, dass Adrians Auto BE einer Mauttransaktion auf der Moreland Road auftauchte, als Jills Telefon gerade in diesem Gebiet unterwegs war. Beide Telefone erreichten schließlich Gisborne in Victoria, aber nur Adrians Telefon schaffte die Rückreise. Das warf die Frage auf: Was ist mit Jill passiert? Während der Befragung von Adrian durchsuchten andere Beamte sein Haus und sein Auto und entdeckten dabei Jills SIM-Karte in seiner Wohnung. Als er auf die SIM-Karte und seine Telefonaufzeichnungen angesprochen wurde, sagte Adrian der Polizei, dass er sich das nicht erklären könne. Als sich die Beweise gegen Adrian zu häufen begannen, gestand er. Er sagte der Polizei, er sei in derselben Straße wie Jill gewesen und habe sie gegen 1/2 Sekunde Uhr nachts gesehen. Aus Jills Aufzeichnungen wusste die Polizei, dass sie um diese Zeit mit ihrem Bruder Michael McKeon telefonierte. Sie hatte ihn angerufen, weil sie wegen des kürzlichen Schlaganfalls ihres Vaters aufgeregt war und sich Sorgen um seine Gesundheit machte. Als das Telefonat beendet war, kam Adrian auf Jill zu und ging neben ihr die Sydney Road entlang. Jill bog von der Sydney Road in die Hope Street ein, wo Adrian sie in der ersten Einfahrt angriff. Er wurde wütend, als sie seine Annäherungsversuche zurückwies, ihren Hintern berührte und versuchte, sie zu küssen. Jill wich zurück und verpasste ihm eine Ohrfeige. Adrian vergewaltigte Jill in der Einfahrt. Als sie ihn aufforderte, aufzuhören und drohte, ihn bei der Polizei anzuzeigen, erwürgte Adrian sie zu Tode. Er ließ ihre Leiche in der Einfahrt liegen und kehrte zu seinem Haus in Coburg zurück, um sein Auto und eine Schaufel zu holen. Um 4.22 Uhr kehrte er zu der Einfahrt zurück, legte Jills Leiche in das Auto und fuhr etwa 45 Kilometer nach Gisborne South in Victoria. Dort hob er ein flaches Grab aus und vergrub sie. Adrian zeigte der Polizei, wo er Jill begraben hatte. Dr. Matthew Lynch, ein forensischer Pathologe, führte eine Obduktion von Jills Leiche durch. Er stellte fest, dass die Todesursache Quetschung des Halses war. Außerdem wies ihr Körper Blutergüsse und Risswunden auf, die auf einen Angriff und eine Vergewaltigung hindeuten. Am 30. September 2012, 2 Tage nach der Entdeckung und Bergung von Meagers Leiche, fand ein öffentlicher Marsch in Melbourne statt. Etwa 30.000 Menschen gingen zu ihrem Gedenken die Sydney Road entlang. Der Marsch war auch ein Symbol für die allgemeine Besorgnis über Gewalt gegen Frauen. Bei der Urteilsverkündung erfuhr das Gericht, dass Adrian sich nach der Vergewaltigung und Ermordung von Jill weinend und panisch hinsetzte. Aber diese Tränen galten ihm selbst, da er befürchtete, ins Gefängnis zurückzukehren. Der Richter bemerkte, dass Jill einem Übergriff ausgesetzt war. Dies war eine ihnen unbekannte Frau, die sie von der Straße gezerrt haben, als sie ihren friedlichen Geschäften nachging. Als starker Mann haben sie sie körperlich dominiert und sie einer grausamen und entwürdigenden Vergewaltigung ausgesetzt. Adrian wurde für die Vergewaltigung und den Mord an Jill Meager zu einer lebenslangen Haftstrafe mit 35 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Im Mai 2015 wurde Adrian für 3 weitere gewalttätige Vergewaltigungen schuldig gesprochen und zu weiteren 18 Jahren Gefängnis für diese Verbrechen verurteilt. Zum Zeitpunkt der Ermordung von Jill Meager war Adrian wegen der Vergewaltigung von 5 Frauen im Bayside-Vorort Elwood im Jahr 2002 auf Bewährung. Über einen Zeitraum von 23 Jahren, von denen er 11 Jahre im Gefängnis verbrachte, wurde er wegen 20 Vergewaltigungen für schuldig befunden. Seine erste bekannte Vergewaltigung beging Adrian im Alter von 18 Jahren, als er ein 16-jähriges Mädchen in seinem Haus vergewaltigte.
Innerhalb eines Jahres vergewaltigte er zwei weitere Frauen und wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er nur 2 absaß. Nach seiner Entlassung vergewaltigte er 5 Frauen in Elwood, wobei er es auf Prostituierte abgesehen hatte und sie auf ähnliche Weise angriff. Er parkte sein Auto dicht an einer Mauer hinter einer Reihe von Geschäften, sodass seine Opfer keine Möglichkeit hatten zu entkommen. Nach diesen Angriffen wurde Adrian wegen 16-facher Vergewaltigung von 5 Frauen zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, wurde aber nach Verbüßung von 7 Jahren entlassen. Bevor er Jill ermordete, griff er einen Mann in Geelong an, brach ihm den Kiefer und schlug ihn bewusstlos. Adrian wurde für diesen Angriff zu einer 3-monatigen Haftstrafe verurteilt, legte jedoch Berufung gegen das Urteil ein und verhinderte so, dass seine Bewährung widerrufen werden konnte. Dank dieser Berufung konnte er auf freiem Fuß bleiben und sich auf der Straße bewegen, obwohl seine Bewährung aufgrund des Verstoßes hätte widerrufen werden müssen. Jills Ehemann, Tom Mager, dachte über die Tragödie nach und sagte: »Ich denke an die Verschwendung eines brillanten Geistes und einer schönen Seele durch einen grotesken und seelenlosen Menschen.«